Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 75 von meinem Handarbeitspodcast. Heute, ja, schon mal als kleine Vorwarnung, geht es hauptsächlich ums Spinnen, denn es war Tour de Vlies und ich war fleißig. So, ich habe zwar ganz, ganz am Anfang, als die Tour de Vlies noch nicht gestartet hat, oder die Tour de France, ein bisschen was, ja, schon gestrickt, aber jetzt nicht zeigenswert. Ich meine, 5 Reihen brauche ich euch auch nicht zeigen, sind wir mal ehrlich, ne? Ja, und vor allen Dingen long time no see. Aber da ist sie wieder. Hallo! Nein, so schnell werdet ihr mich nicht los. Ich war, wie gesagt, fleißig am Spinnen und das dauert halt manchmal einfach ein bisschen und ich kann euch ja nicht zeigen, oh, jetzt habe ich eine halbe Spule voll gesponnen. Das ist ja nicht schön. Ja, also, wie gesagt, heute geht es hauptsächlich um Spinnen. Deshalb zeige ich euch vielleicht schon mal gleich am Anfang, was ich so geschnappt habe. Ich war nämlich unterwegs und dann zeige ich euch heute viele kleine einzelne Videos, wie quasi von einem Faserhaufen, jetzt habe ich nur gerade geschaut, ob ich hier vielleicht was liegen habe, nein, von einem Faserhaufen zu der fertigen Wolle, wie es dazu kommt. Und ich hoffe, das war nämlich gerade vorhin, als ich die letzten Videos gemacht habe, dass sich das Wetter jetzt draußen wieder ein bisschen eingekriegt hat. Ihr werdet es sehen. Ich werde jetzt nicht zu viel verraten. Seid gespannt. Wartet auf das Video, in dem ich die Wolle abwickle. Seid gespannt. Genau. Also wie gesagt, ich hoffe, das Wetter beherrscht sich und ich zeige euch, was ich eingekauft habe. Und zwar habe ich mir nämlich, es war nämlich, ich glaube, war das letzte Woche oder sogar vor 2 Wochen schon, ein Online-Sale bei der Wollmeise gewesen und ich konnte nicht anders. Ich musste was bestellen. Ich war wirklich echt teilweise wirklich brav, aber da konnte ich nicht anders. Und Achtung, es raschelt ein bisschen, denn es ist noch hier in dieser wunderschönen Tüte mit drin. Und zwar, ich versuche es auch leise und ich versuche vielleicht einfach lauter zu sprechen, dass ihr das Rascheln nicht hört. So, genau. Da hatten sie nämlich einen Online-Sale gehabt, weil ja dieses Jahr aus bekannten Gründen der richtige Sale leider auch wieder nicht stattfinden konnte. Haben sie aber trotzdem an uns Konsumenten gedacht und haben trotzdem einen kleinen Sale gemacht. Oder Sale, ich sage immer Sale, Entschuldigung. Müssten sie am Endeffekt nicht machen, aber machen sie trotzdem, weil sie einfach nett sind. Und da gab es auch wieder so ein paar Sonderfärbungen und da habe ich mir zwei geschnappt. Und zwar einmal Silver Scone. Und ich liege jetzt natürlich hier so, Silver Scone. Und das ist so ein ganz schönes helles Grau. Und aber hier zum Beispiel sind so dunkle Schattierungen drin. Und ich mag das ja echt gerne, wenn da immer so mal dunklere oder hellere Schattierungen drin sind. Und das ist jetzt eben Wollmeise Lace in Silver Scone. Freue ich mich schon. Ich habe auch schon entweder für den Strang oder für den zweiten, den ich euch jetzt zeigen werde und ein bisschen Krach machen werde. Haha. Schon eine Idee. Das ist Almond Milk. Es wirkt jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen. Ja, es ist ja ist doch so. Also es ist eine wunderschöne Farbe. Hier oben ist es auch wieder ein bisschen dunkler schattiert. Das ist wie gesagt Almond Milk, also Mandelmilch. Oh, das riecht so gut. und daraus, also entweder aus diesem hier oder aus dem hier, werde ich den River. Von Vera Vellamäki machen. Ich blende euch das hier ein. Genau, und das werde ich entweder aus dem einen oder aus dem anderen machen. Ja, und da ich es natürlich, also wer hätte es gedacht, vollkommen ohne Hintergedanken mit Selbstabholung gemacht habe, weil ich ja jetzt auch nicht so weit entfernt wohne, zum Glück.
Und man ja endlich wieder in den Laden darf, zwar mit Maske und allem drum und dran, aber das ist doch vollkommen egal, sind wir doch mal ehrlich. Hauptsache, man darf da wieder rein. habe ich im Nippregal, also Nobody is Perfect, wunderschöne Versuchskaninchen wieder geschnappt und ich liebe einfach dieses Regal. Ich meine, die anderen Farben, das liebe ich auch, um Gottes Willen, aber dieses, da einfach die Farben zu sich oder die Wolle zu sich sprechen lassen und schauen, was spricht einen an. Und ja, es spricht einen immer mindestens einen Strang an. Das ist schon bestimmt so geschickt gemacht. Aber diesmal hat mich auch wieder was aus dem Regal raus angebrüllt. Und zwar dieses wunderschöne Versuchskaninchen. Ich hoffe, man sieht das jetzt hier. Also da sind so ganz viele verschiedene Facetten auch drin. Und es ist einfach wunderschön. Ich habe mir zwei geschnappt, die hoffentlich auch einigermaßen super zusammenpassen. Aber ich meine, hier ist dann wieder so ein Pink. Also es ist echt super schön. Und ich hoffe, man sieht es. Und das ist jetzt Wollmeise pur. Und wie gesagt, Versuchskaninchen. Ich mag sie einfach. Genau. Und dann, das hat schon länger zu mir gesprochen, muss ich ja gestehen. Ich war jetzt schon, glaube ich, zweimal oder so halt versetzt über ein paar Monate immer über mal in der Maiesse gewesen, also in der Wollmeise in Pfaffenhofen. Und da hat mich schon beim ersten Besuch hat schon was aus dem Regal rausgebrüllt. Und ich habe einfach den Ruf ignoriert, weil ich mir gedacht habe, nein, man muss nicht immer alles haben, was einen anschreit. Und es hat auch beim nächsten Mal wieder geschrien, ja, der Strang war immer noch da, genau der Strang. Und jetzt war ich wieder da und er war immer noch da, dieser Strang. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich ihn haben. Jetzt ist alles zu spät. Und zwar ist das aus der Kategorie Die Wilden, die Farbauswahl Wildkatze. Und das ist auch so ein ganz schönes, changierendes Dunkellila. Es wirkt jetzt ein bisschen kräftiger, als es eigentlich ist. Also es ist nicht ganz so dunkelkräftig. Es ist schon dunkel, aber nicht ganz so. Und es ist einfach, wie gesagt, die hat mich schon die ganze Zeit angesprungen. Und ja, nicht nur, weil es eine Wildkatze ist, natürlich. Und ich Katzen sehr gerne mag, wie man vielleicht auch hier erkennt. Ja, aber es hat mich so einfach angesprochen und ich musste es haben. Ja, und ich fand dann auch, als ich dann so an der Kasse stand, eigentlich passen die hier nämlich auch ganz wunderbar hervorragend zusammen. Muss ich mal noch schauen, was sich daraus ergibt. Ja, das waren die wolligen Errungenschaften. Dann können wir mal hier aufbauen. Genau, und die sitzen dann hier und hier. So. Und die Wildkatze auch noch. So, dass hier ein bisschen wenigstens was im Hintergrund sitzt. Wie gesagt, heute andere Location ausnahmsweise mal, aber ja, heute ist das eben so. Genäht habe ich auch noch ein bisschen was. Und das wird dann, ja, heute auch im Laufe des Tages, also am Sonntag, den 5. 25.? Nee, ich weiß es gar nicht. Ich müsste mal hier auf meine Uhr schauen. Na? Ja, der 25. Ja, und sie braucht schon wieder Strom. Hier will sie haben. Wird das morgen dann zeitgleich auch in den Shop kommen? Ich muss nur noch die, ja, Fotos noch machen. Das mache ich dann morgen noch. Und Kordeln einziehen natürlich. Denn ich habe wieder was genäht. Ich zeige euch das natürlich mal. Und zwar habe ich wunderschöne Rice Bags genäht. Wie gesagt, es kommen natürlich noch Kordeln rein. Ja. Und zwar einmal mit blauem Oilskin. Und das hier sind die psychedelischen Schmetterlinge, die ich in Wien das letzte Mal geschnappt habe, zusammen mit der Sissi von Sissi will Wolle. Psychedelische Schmetterlinge. Und die ist, also ich finde das ganz hervorragend, habe ich das hier schon mal getestet, wenn man die nämlich dann so macht, dann hat das, finde ich, auch eine sehr schöne Form und es fällt, glaube ich, trotzdem nichts raus. Also ich mag das dann
Ich meine, ihr könnt mir ja auch gerne mal Feedback geben, ob ihr dann eher die dünneren Laschen oder die dicken haben möchtet. Aber ich habe jetzt irgendwie rausgefunden, wenn es die bisschen dünneren sind, dass es dann einfach besser seine Form behält, so wie es gedacht ist. Aber wie gesagt, ihr könnt mir da auch immer gerne Rückmeldung geben, denn ja, oder wenn ihr auch mal einen Sonderwunsch habt, schreibt mich gerne an. Das ist gar kein Problem. Wenn ich irgendwie was erfüllen kann, dann mache ich es. Und wenn es zu kompliziert ist, dann. Oder muss ich halt lernen. Wenn ihr das wünscht, muss ich das lernen. So, sind wir doch mal ehrlich. Genau, also Ricebag Nummer 1. Dann haben wir noch Ricebag Nummer 2, die natürlich auch noch ein Bändel bekommt. Mit einem. Wie heißt denn die Farbe? Ich hab's ja, ich muss gestehen, ich habe es nicht immer so mit den Farben, ne? Rost! So ein schönes Rost ist das, genau. Ein schönes Rost. Und diesem wunderschönen zarten Blümchen-Innenstoff. Und da passt auch so ordentlich was rein. Also das ist ja Größe L, da passt was rein. Da passt ordentlich was rein. Wandert auch in den Shop und ach, die nächste. Ich habe ja jeweils immer, ich glaube, zwei gemacht. Und bei der nächsten, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich nicht eine behalte, weil sie ist schon irgendwie, also mir gefällt die jetzt von den dreien, die ich da gemacht habe, von den drei Varianten eigentlich am besten. Ich meine, die anderen gefallen mir auch natürlich gut, weil wenn es mir nicht gefallen würde, würde ich es euch ja nicht aufzwängen sozusagen oder sagen, kauft das gefälligst. Aber die hier ist schon, also auch mit gelbem Oilskin ist das auch. Aber mit diesem wunderschönen Stoff und ich finde den einfach halt echt nur super. Also wie gesagt, da weiß ich noch nicht, ob da wirklich alle in den Shop wandern. Vielleicht hat ja irgendeinen kleinen Fehler. Das kann ich euch ja so nicht geben. Das wäre blöd. Aber irgendwann wird man mal in seine eigenen Taschen auch ersticken. Aber sie ist halt schon. Also wie gesagt, ich weiß es noch nicht, weil ich habe auch, glaube ich, nichts mehr von diesem. Was ist das denn für eine Farbe? Ist das Ocker, Senffarben, was auch immer? Und ja, wird auch in den Shop wandern, auf jeden Fall. Und jetzt nehme ich euch mit in meine kleine Spinnwelt und stelle euch meine, ja, mittlerweile 4 Spinnräder und momentan 5 Handspindeln vor. 2 sind noch ausgelagert, die kommen vielleicht irgendwann dann noch. Sie werden es jetzt nicht mehr ins Video schaffen, aber die stelle ich euch dann vor, wenn sie wieder da sind. Und ja. Wie gesagt, man achte auf das Video, in dem ich die Wolle abwickle. Aber das habe ich ja schon gesagt. Und ja, also es ist jetzt dann der Spinn-Content. Ich weiß nicht, ob das jeden interessiert. Ist vielleicht aber auch einfach mal ganz interessant zu sehen, wie kommt es eigentlich von so einem Faserhaufen? Ich meine, ein Schaf kann ich euch jetzt leider nicht bieten, ein echtes Schaf, Entschuldigung. Oder ein echtes Tier, von dem man es gleich runterspinnen kann. Aber. Ah, ja, zumindest das fertig präparierte Fell sozusagen, den fertig präparierten Pelz von dem Tierchen. Vielen Dank an die Tierchen übrigens. Das kann ich euch zeigen. Dass ihr auch einfach mal sehen könnt, was steckt eigentlich auch, ich meine, Arbeit ist es ja nicht, es macht ja doch Spaß, aber was steckt eigentlich alles dahinter, wenn da jemand sich ans Spinnrad setzt? Ich meine, von dem. Dass ja erstmal dieser Faserhaufen zu mir kommt. Die Arbeit, das mache ja nicht ich. Da war ja auch schon mal jemand dran. Aber was das im Endeffekt alles für kleine Schritte sind, ja, vielleicht ist ja mal ganz interessant für euch. Wenn nicht, könnt ihr jetzt abschalten. Wie gesagt, jetzt kommt nur noch Spinn-Content. Aber dann verpasst ihr natürlich, was ich nämlich hier, wobei ihr seht schon die Köpfe so ein bisschen. Ach, Anfängerfehler. Dann verpasst ihr natürlich nämlich, was hier noch anders sitzt, was ich nämlich fertig gesponnen habe. Seht ihr nämlich dann nicht. Also müsst ihr euch das oder einfach vorspulen, wie ihr möchtet. Also, wir sehen uns gleich wieder nach den ganzen Videos und dann zeige ich euch, was fertig geworden ist. Also viel Spaß! Hier präsentiere ich jetzt euch meine Spindelparade. Sie ist ja, vielleicht die letzten paar Wochen ein bisschen gewachsen, aber jetzt stelle ich euch mal meine Spindeln vor. Und
Wie ihr hier schon sehen könnt, das ist nämlich auch die letzten ein, zwei Wochen dazugekommen. Eine Lazy Cat für Spindeln. Etwas ganz Hervorragendes, denn da kann man einfach hier die Spindeln hineinhängen. Ich zeige es euch mal. Das ist so ein Gerät und kann dann gleich von der Lazy Cat herunter verzwirnen. Das ist eine ganz tolle Erfindung und ja, da zeige ich euch mal so, meine Spindelparade. Und zwar das hier ist meine allererste Spindel. Und ja, ich hoffe, ihr hört mich jetzt gescheit. Ich muss das leider mit Kopfhörern aufnehmen, da ich euch nämlich sonst dann gleich nicht zeigen kann, wie ich das denn so mache mit der Handspindel. Ja, also ich hoffe, ihr hört mich gescheit. Und ja, das ist meine allererste Spindel, meine Handspindel, die mich auch zum Spinnen geführt hat sozusagen. Und das ist vom Herrn Locke, also Peter Locke. Und das müsste, glaube ich, Ahorn, nee, kein Ahorn, Nussbaum ist das, glaube ich. Hat um die, ich glaube, es sind 32 Gramm. Und wie gesagt, läuft super, ist momentan aber leer, wie ihr seht. Hängt deshalb hier drin. Also das ist die allererste Spindel. Dann die zweite Spindel ist dieses wunderschöne Stück hier. Und ich finde die Maserung einfach so besonders schön. Moment, ich komme ein bisschen zu euch vor. Und die ist von dem Sohn vom Herrn Mattes, also von Matthias Mattes müsste es, glaube ich, jetzt sein, das Spindelstübchen. Und ach, da habe ich jetzt den Zettel, weil normalerweise hänge ich mir immer den Zettel dran. Jetzt ist er natürlich gerade woanders. Ja, auch momentan leer. Zweite Spindel. Die dritte Spindel, die ist leider jetzt die letzte Zeit ausgezogen. Weil, ja, es ist auch, also zumindest habe ich jetzt so die Erfahrung gemacht, dass ja, man einfach nicht mit jeder Spindel so richtig klarkommt. Also ich bin zum Beispiel, wie man hier sieht, ein Fußspindler. Das sind, glaube ich, also ich glaube, die meisten sind Kopfspindler, also dass es quasi so rum ist und hier oben dann das Häkchen ist und man hier unten rumdreht. Aber das, also für mich funktioniert das einfach nicht. Ich komme einfach mit den Fußspindeln viel, viel besser klar. Und deshalb bin ich ein Fußspindler. Und wie gesagt, die eine Spindel, die jetzt leider ausgezogen ist und ein ja, neues, besseres Zuhause gefunden hat, wo sie eben nicht nur irgendwo sitzt, die hatte ich jetzt vorher auch nicht so getestet. Sie war halt einfach schön und ich wollte sie haben. Ja, also, was lernen wir da draus? Normalerweise vorher testen. Geht halt momentan natürlich nicht, aber wenn es halt möglich ist. Ja, und dann sind die letzte Zeit sogar gleich drei Spindeln eingezogen. Eine davon habt ihr hier schon gesehen, die ist nämlich voll. Das ist auch vom Herrn Locke. Und ja, ihr seht, sie ist voll momentan, prall gefüllt. Und wartet darauf, dass Spindel 2 fertig wird. Da habe ich nämlich drauf von Back to the Wheel, war das die Glitzertüte. Und ihr seht schon. Wie es schön glitzert, ganz hervorragend glitzert es. Und diese Spindel hier ist eine, also Tiefwirtelspindel mit 22 Gramm und der Wirtel, also dieses hier unten, ist aus Wacholder und das hier oben ist Ahorn. So, genau. Und dann haben wir hier Spindel 4, weil ja, Spindeln können ja auch nicht alleine reisen. Und da sind momentan, Entschuldigung, geknistert, diese Rolex drauf von Spindles and Stitches. Und da muss ich dazu sagen, also da habe ich jetzt schon zwei Rolex versponnen auf dieser wunderschönen Schönheit hier. Und da werde ich aber den Rest am Spinnrad machen. Ich sage euch auch gleich warum. Ist auch wieder von Peter Locke. Und das ist
Also der Wirtel hier unten ist der Perückenstrauch und der Schaft ist Nussbaum. Also ist auch, ja, und die schimmert so wunderschön. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. So. Also die sieht schon auch echt wunderschön aus. Und ja, also was ist jetzt hier mit diesen Rolex? Zumindest für mich nicht so ganz stimmig. Das sind diese, Achtung. Ja, hier sieht man es. Diese Silk Noils sind da drin. Hier so Zeug halt einfach. Und ich muss gestehen, damit komme ich halt überhaupt nicht zurecht, weil ich das eigentlich schon eher so mag, ja, dass es schön, also zumindest einigermaßen gleichmäßig, so wie man es halt hinbringt, ist. Und deshalb muss ich gestehen, habe ich die dann immer rausgesammelt, jetzt die letzte Zeit dann. Und deshalb werde ich den Rest auch am Spinnrad machen, weil das hat wirklich keinen Spaß gemacht. Also, ja. So war das. Achtung, das kam jetzt gerade nochmal. So. Ja, und ich habe mir auch schon überlegt, hier mal auch so Täschchen zu machen, weil da passt eben, wie gesagt, hier so eine Spindel wunderschön rein und ist gut verstaut. Kam ich aber noch nicht dazu. So, und dann habe ich euch noch quasi Spindel 2 zu ihr hier mitgebracht. Und da zeige ich euch jetzt mal. Also hier habe ich extra mich gestern Abend noch ein bisschen zurückgehalten und habe noch was übrig gelassen, damit ich euch jetzt mal zeigen kann, wie ich das hoffentlich schön für euch präsentiere. Also, man hat hier dann dieses, also man hat es erstmal wunderschön hier drum rumgeschlungen. Ach, das ist auch Spindel 3 übrigens, die mitreißen durfte. Ach, da habe ich den Zettel. Habe ich ihn vielleicht hier hinten mit eingeschmissen, weil hier saß sie die ganze Zeit jetzt drin. Wie gesagt, das ist von Back to the Wheel. Nein, gut, dass wir gesprochen haben. Nun gut. Also, es geht los und ich hoffe, es funktioniert jetzt, sonst ist es wahrscheinlich wieder Vorführeffekt, wenn es nicht funktioniert. Also, wie gesagt, Fußwirtelspindel auch schon fast voll. Los geht's. Und diese Rolex lassen sich ganz wunderbar ausziehen. Und ja, dass sie jetzt hier natürlich so ein bisschen tanzt, ach, es ist die Aufregung. Weil ich habe ja auch schon ewig nicht mehr aufgenommen, aber ihr seht, die dreht sich ganz hervorragend. Und dann sieht man das. Ja, ich glaube, ich muss zurück, aber ihr seht das ja, wie sie läuft. Und normalerweise, wie gesagt, läuft sie auch wunderbar schön ruhig. Und dann zieht man hier einfach den Rolex aus. Und was wirklich super witzig ist, ich bin ja normalerweise eigentlich ein Rechtshänder, aber spinnen kann ich komischerweise mit links besser. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir ist es mit links besser. So, und jetzt haben wir zumindest für meine Verhältnisse hier schon einen wunderschönen Faden gemacht. Und bevor ich das auf die Spindel unten aufwickle, schicke ich immer noch mal so ein bisschen Drall hinein, damit es ja einfach noch ein bisschen besser hebt dann. Und wie gesagt, dann wickelt man es wieder auf und weiter geht's. Und jetzt kommt wahrscheinlich die Frage, ja, aber du hast doch so viele Spinnräder, warum denn auch Spindeln? Ja, weil man sie einfach gut mitnehmen kann, weil es einfach so ein bisschen entschleunigt. Und auch einfach Spaß macht. Also gerade so kleinere Mengen. Also da hatte ich mir ja die 50 Gramm Tütchen bestellt bei Back to the Wheel. Die sind da ganz hervorragend. Jetzt seht ihr natürlich die Spindel wieder nicht, wie sie hier sitzt. Und ja, natürlich andere, ich habe das noch nicht. Ich konnte es mir noch nicht so richtig abschauen, wie man das dann hier macht mit dem, dass man einen längeren Faden erstmal machen kann. Aber so geht es ja auch. Und wie gesagt, dann wird es wieder hier aufgewickelt. Ich wickle das immer so, ja, wie es halt kommt, da drauf. Jetzt habe ich es ein bisschen kurz gemacht. Dann mache ich es meistens so, wenn ich es hier wirklich so super kurz nur habe, dass ich erstmal ein bisschen Drall reinschicke, dann ausziehe. Und ja, das ist dann so, glaube ich, wie man es lernt mit Drag and Drop. Also quasi erst ein bisschen Drall, wenn es hier noch nicht so ist. Dralle rein und dann ziehen.
Ja, und wie gesagt, das ist jetzt natürlich hier Vorführeffekt, weil sie läuft normalerweise wirklich super ruhig. So. Und normalerweise ja, Schulter unten lassen. Und eigentlich hatte mir man mal gesagt, auch eher so ein bisschen zur Seite ausziehen. So, nämlich. Genau, und auch immer mal schauen, dreht sich die gute Spule auch noch? Ich stehe mal auf hier, sie dreht sich noch. Hui. Und wir haben Drall reingeschickt und wickeln wieder auf. Und wenn dann hier alles versponnen ist, wie gesagt, es ist auch einfach, finde ich, es entschleunigt, es ist wunderbar. Ja, Schulter unten lassen. Natürlich geht es nicht so schnell wie am Spinnrad. Das Garn zumindest bei mir wird eigentlich immer ein bisschen fluffiger. Das seht ihr dann wahrscheinlich auch beim Endergebnis. Verzwirnen muss ich gestehen, das mache ich nicht an der Handspindel. Das kann man, glaube ich, auch machen. Aber da denke ich mir, man muss es ja nicht übertreiben. Und ja, wie das dann vonstatten geht, wenn hier was verzwirnt wird, das zeige ich euch im nächsten Video, wenn das hier nämlich fertig ist. Hier auch noch vielleicht ein kurzer Tipp oder wie ich das dann mache, wenn ich dann hier entweder stoppe oder fertig bin, wickle ich mir das hier immer, ich komme mal zu euch, hier immer noch so. So viel wie ich halt hier noch Rest habe, wickle ich mir das ein bisschen rum. Zack. Dass es hier mit der Drall nicht davon flutscht. Und wie gesagt, fertig. Herzlich willkommen zum Verzwirnen. Ich habe mich entschlossen, es zweifach zu verzwirnen. Wahrscheinlich kommt die Frage, wann entscheidet man sich denn, wie man Entschuldigung, verzwirnt, ob jetzt Navajo oder doppelt, fünffach, zehnfach, wie auch immer. Und ich muss gestehen, ich entscheide das eigentlich immer sehr spontan. Und ja. Wie ich ja schon gesagt habe, also ich verzwirne nicht an der Spindel dann, das kann man natürlich auch machen, aber nein. Und ich habe hier schon mal alles aufgebaut. Ich hoffe, ihr seht jetzt zumindest ein bisschen was. Und dann legen wir doch mal los. Und ich mache das hier, wie gesagt, an meinem Ash for Joy. Ich hoffe, wie gesagt, ein bisschen seht ihr was. Und ja, normalerweise macht man das hier eigentlich auf der linken Seite, aber das ist jetzt hier was, was ich zum Beispiel vielleicht noch verändern möchte, dass ich mir nämlich diesen einen Haken hier auf die linke Seite setze. Aber deshalb ist das jetzt hier eigentlich relativ wurscht, wie wir das da durchziehen. So. Ja, doch ein bisschen, was seht ihr? Weil das ist hier gar nicht so einfach mit der Kamera, weil ihr seht, ich bin auch mal an einem für euch ganz ungewohnten Ort. Aber das macht ja nichts. So, und dann fädeln wir das hier durch. Ah, Vorführeffekt natürlich. Jetzt funktioniert es wieder nicht so gut. Aber das macht ja nichts. Es hetzt uns ja keiner. Genau, dann haben wir hier das zum Durchholen. Und ein bisschen brauchen wir hier. Genau, und hier seht ihr dann auch gleich die Lazy Kate für Handspindeln in Aktion. Und da holen wir uns jetzt hier den einen Faden. Und den zweiten. Und hier im Hintergrund seht ihr auch schon den Handy Andy, den wir sehr wahrscheinlich brauchen werden, weil, ja, so, also ich kann es nicht. So gleichmäßig wird man wahrscheinlich nicht spinnen können, dass da kein Rest bleibt, weil das ist das einzig Negative sozusagen, wenn man das jetzt hier so doppelt verzwirnt und eben nicht alles komplett auf den Handy Andy wickelt, dass halt immer ein kleiner Rest bleibt. Genau, und dann fädeln wir das hier durch. So.
und treten, Moment, das ein bisschen hier holen, nach links auf jeden Fall. Also jetzt muss man in die andere Richtung das Ganze laufen lassen. Und mal schauen, ob das gleich so passt von der Einstellung her. Aber sieht gut aus. Und dann lassen wir das hier einfach reinlaufen. Genau, man muss natürlich, also ich mache hier hinten meistens immer noch so ein bisschen den Finger dazwischen. Dass eben sich keine, hier, dass es sich nicht verheddert. Und dann verzwirnen wir das einfach. Und da darf auch ruhig ein bisschen mehr Drall rein, deshalb oder ein bisschen mehr, die Bremse ein bisschen, dass wir, ja, so passt das doch. Genau, und wie gesagt, ich mache hier immer den kleinen Finger zum Beispiel noch dazwischen und schaue auch mal, gefällt mir das so? Ja, das sieht doch gut aus. Und dann schicken wir das da einfach wunderbar schön durch. Und sind später mal gespannt, was dafür ein Garn rauskommt. Und hier muss ich es jetzt natürlich noch umhängen, weil ich noch keinen Woolywein dafür, das Joy 2, gefunden habe. Ich liege auf der Lauer, wie ich euch ja schon berichtet habe. Ich liege auf der Lauer und so ist das. Und wie es dann auch weitergeht, wenn wir das hier alles verzwirnt haben, das seht ihr dann im nächsten Schritt. Da nehme ich euch natürlich auch mit. Denn da wurde mir was Tolles gebaut und das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Nun ist es soweit. Eine Spindel ist gleich fertig, also geleert. Und dann folgt gleich, Moment, Concentration, die Sache mit dem Handy. Und dann nehme ich hier mir einfach die Spindel. Wir machen das jetzt mal hier, dass mir da der Drall nicht davonläuft. Hängen wir es mal so hier dran. Und dann wickel ich es wieder ein bisschen auf. Und dann wickeln wir es nämlich jetzt gleich auf den Handy Andy und schauen natürlich, dass wir hier keine Knötchen drin haben. Na gut, ein paar sind jetzt drinnen. Das kann aber natürlich jetzt auch sein, dass das noch von dem anderen Faden kommt, genau. Gut, nicht ganz so schlimm. Ja, jetzt haben wir es ab. Gut. Und dann lassen wir das hier nämlich einfach so schön dran. Dann ist es doppelt. Holen uns hier den Handy Andy. Und ich muss immer ein bisschen schauen, wie rum ich das da drum wickel. So. Genau, nämlich für mich falsch rum. So, und dann muss hier der Pömpel natürlich auch noch festsitzen, weil wenn der rausfällt, ist das natürlich nicht so praktisch. Und dann wickeln wir es hier einfach drum. Man kann das natürlich auch, wenn man es kann, um die Hand wickeln. Aber ja, ich habe mir halt ein tolles Hilfsgerät gekauft. Von meinem eigenen Geld bei Horst Hummel, meine Damen und Herren. Und nein, ich werde dafür nicht bezahlt, dass ich das hier erwähne. Und wichtig ist, dass man hier nicht über Kreuz wickelt. Also hier oben immer schön rum. Also das ist, falls ihr das mal suchen möchtet, wenn man es auf der Hand macht, ist es, glaube ich, Antenzwirnen, dass man sich das erst auf die Hand wickelt. Aber so könnte ich jetzt einfach, wenn ich zwischendrin stoppen möchte, es einfach weglegen. Auch die zweite Spindel ist nun geleert. Jetzt schaue ich mal, wie weit ich hier noch komme. Und dann, zack, reißen wir das einfach ab, hängen sie hier wieder ein. So, jetzt hier natürlich ein bisschen wackelige Situation. Ich halte mir das hier immer fest. Dann ziehe ich hier, ich glaube, hier seht ihr es besser, den Pömpel raus, den ich dann hier wunderschön reinsetzen kann. Und ja, manche können das, dass sie dann gleich direkt von diesem Ding runterzwirnen können. Ich kann es nicht, deshalb mache ich mir den Rest hier drüber.
Und den lassen wir jetzt einfach da liegen und schauen dann, dass wir ungefähr hier, wo wir aufgehört haben, mit der einen Spindel, dass wir da wieder ansetzen und das abwickeln. So, jetzt lege ich ihn doch zur Seite. Und dann geht's wieder. Na, los. So, und dann haben wir es hier gut verbaut und dann kann man das einfach wunderschön abwickeln. Ich hoffe, ihr seht das gescheit. Ja, ich glaube, mit der dunklen Wolle sieht man es, wenn ich es hier so halte. Und Vorteil ist natürlich, dass einfach kein Rest bleibt. Weil, was weiß ich meine, ich habe da zwar schon geschaut, dass ich gleich viele Rolex genommen habe, aber ja, mal sind sie ein bisschen schwerer, mal leichter. Dann spinnt man wieder ein bisschen unterschiedlicher. Und das ist halt wirklich eine gute Möglichkeit, dass einfach kein Rest bleibt. Ja, und so zwirnt man dann hier dahin und schaut auch hier, dass sich keine Schlaufen oder Knötchen bilden. Und ja, je nachdem, wie viel es dann noch ist, dauert es länger oder nicht so lang. Wie gesagt. Und es ist einfach sehr beruhigend. Ja, und normalerweise hätte man das jetzt hier irgendwie auf der Hand auch machen können. Nur da habe ich mal auch gelesen, wenn man es falsch macht, kann man sich Finger brechen. Und da ich ja so ein Kandidat bin, der das mit Sicherheit falsch macht, möchte ich mir natürlich nicht meine Finger brechen und habe mir so ein tolles Gerät gekauft. Und jetzt seht ihr schon die letzte Schlaufe. Seht ihr die Schlaufe? Hier auf meinem Arm seht ihr noch eine letzte Schlaufe. Da lasse ich auch noch schön den Drall reinlaufen. Und wie gesagt, auch hier mache ich mir wieder ein Knötchen und lass es dann da reinlaufen. So, und dann schauen wir doch mal. Kann ich es euch auch gleich mal zeigen, wie man das hier abschraubt. Ich zeige euch das noch mal genau, wenn ich das ja, ups, das vom Spinnrad dann mache. Ich komme zu euch vor, ich knie nieder vor euch. Und es glitzert. Ist jetzt bei ein bisschen schlechteres Licht, aber ihr seht, es glitzert wie verrückt. Also es ist eigentlich ein wunderschönes Dunkelblau. Ja, ich glaube, hier sieht man es. Und wie es da weitergeht, seht ihr, wenn die Kamera wieder angeht. Also, bis gleich. Hallo, ich muss mal zu euch runterkommen, denn ich habe das hier. Eine sehr lustige Konstruktion, denn hier möchte ich euch das Ashford Joy vorstellen. Und ich habe das hier schon mal so aufgebaut, dass ihr das einigermaßen seht, wenn ich dann hier auch gleich was mache. Wie ihr seht, habe ich das hier auch schon so weit vorbereitet, dass ich euch dann auch das Verzwirnen zeigen kann. Und ja, hier hat es eine eingebaute Lazy Kate. Es ist ein Reisespinnrad. Und wie gesagt, ich schaue, ob ich das so hinkriege. Und ich bin wirklich sehr begeistert davon. Ich mache euch, wenn ich es nicht vergesse, wenn das hier alles fertig ist, mache ich euch auch noch ein Video, wie man das schön faltet, weil das ist wirklich hier ganz, ganz einfach. Und ja, ich bin wirklich sehr, sehr begeistert. Ihr seht hier oben schon, wartet, rups, habe ich mich auch noch beherrscht und habe einen kleinen Rest für euch gelassen. Und das werden wir jetzt mal fertig spinnen. Und dann sehen wir uns natürlich dann auch wieder beim Verzwirnen. Und ja, barfuß. Es ist auch momentan ein bisschen warm. Und ja, also ich meine natürlich, wenn es jetzt nicht das eigene Spinnrad ist, dann sollte man wahrscheinlich Socken anhaben. Mit Schuhen würde ich da jetzt auch, also. Das sind natürlich meine Spinnräder, natürlich würde ich da auch vielleicht mal mit Schuhen drauf gehen. Aber es schont halt einfach das Holz ein bisschen. Ja. Und was kann man dazu sagen? Also ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Ich kann euch auch schon mal einen kleinen Tipp geben, was ich nämlich gemacht habe, weil
manchmal die Sachen hier auch so ein bisschen anfangen zu quietschen, was aber ganz normal ist, oder dass beim ersten Mal die Spulen auch noch ein bisschen klappern. Das ist alles ganz normal. Und man ölt das dann entweder hier oben oder man kann auch einen so einen Fettstift nehmen. Und ja, wenn es jetzt ein bisschen klappert, ich habe es jetzt quasi, als ich die Spule drauf habe, habe ich es geölt. Ist, wie gesagt, am Anfang brauchst du immer ein bisschen. Und ja, legen wir doch mal los. Und ich hoffe, ihr seht das jetzt noch alles schön. Und ich habe mir das hier, wickele ich mir das auch immer einmal hier oben drumherum, damit mir der Drall nicht davonläuft. Und los geht's. Wie gesagt, ihr hört, es ist super leise. So ein bisschen klappern ist natürlich normal. Was bei mir jetzt auch immer noch manchmal ist, wenn hier das hier zu weit hinten ist, dass das dann hierhin klappert. Aber das ist ja kein Problem, wenn man es weiß. Man macht dann einfach hier die Bremse, ist das, ein Stückchen weiter nach vorne und schon klappert nichts mehr. Weil, wie gesagt, klappern finde ich jetzt nicht so cool. Und ihr hört hoffentlich nichts. Es läuft super ruhig und ich kann super gut daran spinnen. Super kurz ausziehen. Ich hoffe jetzt mal natürlich nicht, dass mir beim Vorführeffekt hier der Faden reißt. Und jetzt haben wir, wie gesagt, hier nur noch, ich habe es extra übrig gelassen für euch. Ich musste mich gestern Abend sehr beherrschen. Aber es ist wirklich super ruhig und einfach toll. Also, ich bin wirklich super zufrieden damit. Das habe ich mir letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Also jetzt habe ich schon fast ein Jahr. Und natürlich muss man auch, jetzt hat es gerade ein bisschen, also ich merke das hier natürlich, weil ich jetzt ein bisschen weiter weg auch sitze, Spinnräder ja manchmal auch einfach ein bisschen empfindlich sind. Also gerade beim Bliss, was ich euch entweder schon vorgestellt habe oder noch vorstellen werde. Das sitzt nämlich hier hinten. Die sind momentan hier alle aufgereiht im Wohnzimmer, weil ja Tour de Vlies noch ist. Heute, also es ist heute Sonntag, der 18.7. Und ja, ich erzähle euch nebenbei einen und spinne hier einfach munter vor mich hin. Und wie ihr auch hier seht, mit der linken Hand. Also ich weiß nicht, wie ist das denn bei euch? Ist das bei euch auch so? Weil ich kann es ja mal. Nee, es geht. Ich probiere es ja immer mal wieder, aber es geht halt auch einfach nicht. Tja. Und wie heißt so schön, never change a running system. So, und auch das hier war ein Rolex von Back to the Wheel. Ich glaube mit, ist das mit Silberfuchs drin oder Wüstenfuchs? Ich weiß es nicht mehr. Ja, und auch manchmal zum Beispiel, wenn man dann hier so vielleicht manchmal so eine dickere Stelle hat, das ist gar kein Problem, einfach ein bisschen langsamer treten und ein bisschen draufdrücken auch, dann geht das meistens wunderbar weg. So, oh, zum Glück habe ich das für euch aufgehoben. Schaut doch, wie wunderschön. So, es ist fertig. Ich weiß jetzt nicht, wie das andere machen. Ich mache mir dann meistens hier immer noch so ein Knötchen rein. Wie es dann hier mit dem Verzwirnen weitergeht, seht ihr im nächsten Video. Ich nutze dafür übrigens nicht die hier integrierte Lazy Kate, also halt hier diese Dinger, sondern ich nehme die Lazy Kate, die beim E-Spinner mit dabei war, weil ich es mir da einfach so überall hinstellen kann. Hier steht auch der Stuhl, wo ich es gerne hätte und mir das auch so auf die Höhe stellen kann, wie es ich gerne hätte. Und hier ist man halt doch sehr dran gebunden und ich habe immer das Gefühl, wenn ich dann hier so ziehe, dann reiße ich den Faden auch schneller ab.
den ich da gesponnen habe. Natürlich müsste man ihn vielleicht einfach gescheiter spinnen. Aber ja, genau. Also auf zum nächsten Schritt. Nun verzwirnen wir gemeinsam am Ashford Joy 2. Ha, Aufregung. Und ich zeige euch jetzt auch mal, wie man es auseinanderbaut. Ich hoffe, man sieht das hier. Hier im Hintergrund seht ihr dann noch das Woolmakers Bliss. Das stelle ich euch natürlich auch noch kurz vor. Da kann ich euch nur leider nichts mit Verzwirnen zeigen, weil das habe ich schon alles gemacht. Aber so an sich kann ich es euch ja trotzdem noch vorstellen. Genau, also hier in dieser, oh, nachher, in diesem wunderschönen Rucksack. Hier seht, das ist auch, glaube ich, jetzt, ich weiß nicht seit wann, seit ein paar Jahren, dass das eben so ein wunderschöner Rucksack ist und keine Tasche mehr. Und das war auch, als ich mir das gekauft habe, super wichtig gewesen, zumindest für mich, dass es eben ein Rucksack ist und keine Tasche. Man sollte es trotzdem immer irgendwo, wenn man es abstellt, nochmal irgendwo anlehnen, weil es fällt trotzdem sehr leicht um. Aber ja, also ich komme mal hier noch ein Stück nach hinten und ja, ich sitze hier auf dem Boden. Na und? Und dann packen wir doch das gute Stück mal aus. Ich hoffe, wie gesagt, ihr seht das jetzt alles. Sonst muss ich das noch mal anders machen mit der Kameraeinstellung. Ja, ihr seht es, glaube ich, nicht so gut. Ja. Noch ein Stück zurück. So könnt ihr was sehen. Genau, also es ist wunderschön zusammengeklappt. Ich habe mir hier mal so ein Beutelchen von Hey Mama Wolf gekauft und das kommt jetzt hier auch endlich mal zum Einsatz. Und da ist jetzt noch drinnen der Flügel. Ich merke gerade, ich muss noch mal da hinten ins Eck, das ist nämlich die leere Spule. Und dann ist hier noch drin in dem Säckchen, was wir ja auch gleich wieder brauchen, den Handy Andy. Handy Andy wird auch wieder zum Einsatz kommen. Und was ich jetzt auch noch hier drin habe, markenunabhängig, ist jetzt hier zum Beispiel einfach ein Gummipflegestift für die Autotüren ist es. Zeige ich euch nämlich gleich noch einen Geheimtipp übrigens. Wobei habe ich nachgelesen im Internet, weil ich bin nämlich, muss man sagen, und wie heißt das? Genau, Dank geht raus an Donny O'Sullivan, der das nämlich auch selber rausge- oder halt ihm auch gesagt wurde, wie das denn heißt, wenn man bei so komischen Geräuschen empfindlich ist. Misophonie heißt das nämlich, genau. Weil zum Beispiel ich das überhaupt nicht, also es macht mich wahnsinnig, Uhren ticken. Also ich bin da wirklich wie Captain Hook mit dem Krokodil. Und mit Uhrenticken, also so gleichmäßiges Ticken, gleichmäßiges Klappern und quietschendes. Und auch ja an die Frauen mit Stöckelschuhen, das ist nicht schön, wenn ihr hinter einem lauft. Deshalb habe ich mir nämlich gedacht, hier zeige ich euch auch gleich, wo das zum Einsatz kam. Moment. Aha, raus! Genau, man kann nämlich dann hier an der Seite ist dann dieses wunderschöne Häkchen, dass es gesichert ist. Übrigens da noch als Tipp, es gibt zwar, seht ihr ja hier dieses kleine Löchli, dass man hier eigentlich den Flügel reinsetzen könnte und muss halt dann hier hinten schauen, dass das mit dem Rad passt. Aber das ist auch so eine, ja, nicht so eine Sollbruchstelle, aber es ist halt trotzdem nicht ganz so stabil. Deshalb habe ich das immer separat eingepackt, dass mir das halt hier nicht ausbricht, weil es ist halt Holz und ich nehme mich ja da nicht aus. Ich bin ja auch manchmal etwas grobmotorisch veranlagt, dass man sich da nicht das Rad kaputt macht. Genau, und dann klappen wir das nämlich hier einfach so. Dann seht ihr hier schon, da ist noch der eine Knecht, den muss man nämlich dann. Ist jetzt natürlich, Moment, einfach dran klicken und dann hier noch schauen, seht ihr das?
hier dann das Plastikzeug dann noch runterschieben. Das ist halt natürlich Vorführeffekt und einhändig alles nicht so einfach. Sonst natürlich, wenn man zwei Hände hat und das Spinnrad nicht festhalten muss, geht das einfacher. So, also haben wir das zusammengebaut. Dann brauche ich schnell meine andere Tasche, die da hinten natürlich hinter der Kamera steht und nicht neben mir. Also dann haben wir jetzt nämlich hier, ja, dahin muss es, genau, das Spinnrad. Und da hat nämlich immer, ich zeige euch das auch mal hoch hier. Hier unten nämlich die Verbindung zwischen Holz und Knecht ist ja auch wieder aus Gummi. Und es hat mich wahnsinnig aufgeregt, dass es immer gequietscht hat. Und das war nicht schön. Und da habe ich dann einfach mal gegoogelt, Holz oder Gummi auf Holz quietscht. Und da haben die dann gesagt, ja, hier Fettstift oder Fett irgendwie. Also kein Öl, sondern einfach Fett. Und dann habe ich mir gedacht, Moment, ich habe doch hier, wie gesagt, dieses tolle Zeug hier. Fett ist gleich Fett, also drauf damit. Und dann habe ich nämlich einfach hier, die kann man nämlich dann auch, also ist ein bisschen knifflig natürlich, man kann hier diese Dinger dann da unten drehen und eben von dem Holz ablösen. Und dann habe ich mir eben immer so ein bisschen was auf den Finger und das unten hingeschmiert. Also nicht zu viel natürlich. Und seitdem läuft es wunderbar schön ruhig. Also das ist so ein kleiner Tipp, falls ihr das vielleicht auch mal habt. Aber wie gesagt, erstmal mit wenig anfangen. So, und dann brauchen wir jetzt natürlich eine frische Spule. Das hatte ich mir nämlich hier schon alles vorbereitet gehabt, als ich das nämlich mitgenommen habe. So, das sind nochmal, weil ich dachte, ich komme zu mehr frische Sachen. Hier ist die volle Spule. Es ist wie ein Wunderpaket hier. Da sind die Spindeln drin, da ist dieses. Hier ist doch die Spule, die wir brauchen. Und da ist nochmal die andere Spule, die wir brauchen. Und ups, da ist die Lazy Cat vom E-Spinner, die wir auch noch brauchen. Und das ist eigentlich ein guter Hinweis für euch. Natürlich mache ich das jetzt nochmal am Fahrrad, sonst. Am Fahrrad, am Spinnrad natürlich. Sonst, da ich ja jetzt auch diesen wunderbar tollen Wuli-Wein da am E-Spinner habe, der da hinten steht, den ich euch als nächstes oder dann auch noch vorstelle kurz. Und der das ja dann von alleine macht. Aber für euch mache ich das jetzt nochmal hier am Rad, ne? Drehe ich nochmal am Rad. So, und da setzen wir dann einfach hier die Spulen drauf. Weil, wie gesagt, hier sind zwar schon diese Stäbe mit drin, aber ich muss sagen, vom Gefühl her, wie gesagt, das ist jetzt nur Gefühl und da auch direkt drauf. Das sieht man dann hier, wenn man zu viel geölt hat, zum Beispiel, dass man das vielleicht auch mal sauber machen sollte. Genau. Aber das ist halt, man muss es halt manchmal auch ölen. Ja. Ja, das ist die leere. Und ja, ich mag die halt einfach lieber. Muss ich jetzt mittlerweile gestehen. So, also ich baue das jetzt nochmal alles richtig zusammen dann, weil ich muss mich dann ja hier auch noch auf den Stuhl setzen. Genau, dann haben wir hier den Flügel. Zack. Und schrauben den hier dran, halten hier fest, während wir drehen. Jetzt hoffe ich nur, ich drehe in die richtige Richtung. Das ist jetzt natürlich, wenn man das hier vorführt. Ja, so ist richtig rum. Ja, ihr seht es. Also wie gesagt, ich halte hier hinten den, das ist dann der Wirtel, fest. Und drehe zumindest ein bisschen, halte ich hier richtig fest. Ein bisschen, dass es wirklich fest ist. Leg dann hier noch die
Na, seht ihr die Bremse an? Hier muss ich bei meinem Spinnrad immer ein bisschen schauen. Wie gesagt, klappern bin ich halt jetzt nicht so der Freund davon, dass hier diese Feder, seht ihr die? Also hier ist so diese kleine Feder, die dann das Ganze hier, wie gesagt, dass man es verstellen kann, dass die nicht zu nah am Holz ist, sonst klappert das auch. Da muss ich einfach halt hier diesen Nylonfaden ein bisschen nach vorne setzen und ja, auch hier jetzt mal schauen, dass es noch alles so passt. Und ja, ich habe noch die ursprüngliche Bremse. Ich glaube, die Shanti oder so, die haben da irgendwelche anderen Fäden oder so drin. Aber ich komme mit dem ganz gut klar. Also ja. Und dann muss ich jetzt noch überlegen. Ja, wahrscheinlich muss ich hier nochmal schauen mit dem Drall, den man hier reinschickt, ob das jetzt so passt. Genau, aber dann haben wir es erstmal fertig zusammengebaut. Dann baue ich mir schnell noch meine Lazy Cat auf und bin gleich wieder da. Da habe ich alles fertig aufgebaut und ja, ich habe jetzt hier meinen Wäschekorb genommen, wo das jetzt alles draufsteht, in Ermangelung eines kleinen Tisches. Und ja, dann verzwenden wir, dann geht's los. Ihr müsst natürlich jetzt nicht die ganze Zeit dabei sein, ich werde das ein bisschen zusammenschneiden, aber es geht los. Ja, und ich muss wie gesagt noch schauen. Ich glaube nämlich, dass mir das dann doch hier ein bisschen zu viel Drall ist. Und ne, so passt das. Genau, da war schon eingestellt. So müsste das passen, genau. Ja, und so verzwirrend man lustig vor sich hin. Und ja, in Zukunft wird das der E-Spinner für mich übernehmen. Und ich muss dann nur noch aufpassen, dass der Faden nicht abreißt. Moment, muss ich hier so ein bisschen schieben. Von Zeit zu Zeit muss man hier natürlich den Haken weiterschieben. Und hier. Jetzt merke ich nämlich auch gerade, ich habe, glaube ich, falsch rum verzwirnt. Nee, haben wir nicht, genau. Weil man muss auch immer schauen, dass man richtig rum verzwirnt, dass sich das Rad quasi so rumdreht, das wäre jetzt natürlich Vorführeffekt, wenn das passiert wäre. Nun gut. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Also quasi, dass sich das Rad dann nicht nach rechts dreht, sondern nach links. Hier seht ihr nun das Woolmakers Bliss. An dem zeige ich euch das Verzwirren jetzt nicht, weil erstens habe ich nichts fertig und zweitens ist es vom Prinzip her ja das gleiche wie an jedem anderen Spinnrad. Aber ich spinne zumindest kurz was an, dass ihr das mal seht. Hier haben wir das Röllchen, was ich ja eigentlich für die Handspindel hatte, aber weil hier dieses Zeugsel drin ist, werden wir das mal hier dran probieren. Also das Woolmakers Bliss ist mein allererstes Spinnrad und ich finde es wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, also ist jetzt natürlich meine persönliche Meinung, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her als Anfängerspinnrad super. Also es verzeiht recht viel, manchmal ist es natürlich auch eine kleine Diva und auch ein bisschen empfindlich, wer ist das nicht, aber es ist wirklich, wie gesagt, als Einsteigermodell das IKEA-Spinnrad, wie ich es auch immer freundlich nenne, weil es hat halt doch ein bisschen futuristischeren Look. Und schauen wir es uns doch mal an. Also, ihr seht schon, da ist natürlich jetzt auch viel an Plastik noch mit dabei. Wobei ich glaube, jetzt bei den neueren Spinnrädern oder bei denen, die auch im dreistelligen Bereich, nee, im vierstelligen Bereich dann teilweise sind, gibt es auch diese Plastikspulen. Ja, da ist irgendwie, weiß ich nicht, meine persönliche Meinung. Ich meine, ich habe jetzt hier auch meine Ashfords, die sind ja auch hauptsächlich dann die Spulen auch aus Holz. Das gefällt mir sehr gut. Hier ist, glaube ich, schauen wir mal. Ups.
Ja, ich vermute mal, das hier innen, ich weiß nicht, ob es Plastik oder irgendwas anderes ist. Ich meine, wie gesagt, natürlich ein bisschen mehr Plastik als jetzt bei den anderen. Aber ja, es ist nun mal so. Hier haben wir die Lazy Kate integriert und die finde ich auch wirklich super, muss ich sagen, dass man die hier so, man hat Platz für 1, 2, 3, 4, 5 Spulen. Also man könnte fünffach verzwirnen, wenn man denn wollen würde, täte. Und ich habe, glaube ich, nur hier irgendwo den Pömpel, diesen schwarzen Stöpsel verloren. Aber das macht gar nichts. Ja, und wie gesagt, ich bin wirklich super zufrieden damit. Super Einsteigermodell. Ist auch von den Übersetzungen her ganz gut. Und also ich finde es vom Preis-Leistungs-Verhältnis her wirklich super. Und ich habe die Variante Doppeltritt. Ich durfte es, das fand ich übrigens sehr, sehr toll. Ich durfte es mal testen mit einem Einfachtritt, aber da muss ich gestehen, und das fand ich auch wirklich toll, dass ich es rausfinden durfte. Ich bin halt eher der Typ, ich brauche wie beim Fahrrad zwei Pedale, weil ich hatte immer das Gefühl, das eine Bein, das oder der eine Fuß, der nicht mit drauf ist, da habe ich immer einen Krampf drin gekriegt, weil der auch immer was machen wollte. Und es ging ja natürlich nicht, weil der andere beschäftigt war. Ach, fatal. Und deshalb bin ich Typ Doppeltritt. Wie gesagt, der andere kommt eher mit dem Einfachtritt klar. Ja, ist doch schön, dass es sowas alles Mögliche gibt. Genau, und dann schauen wir uns das doch mal an. Muss ich die alte Frau hier wieder hochhieven? So. Und euch das schön dahinstellen, dass ihr auch was seht. Und natürlich erstmal nur meine Hose seht. Und hier den Roller. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles so. Ich habe das hier jetzt schon vorbereitet, dass ich den Faden schon durchgezogen habe. Und ja, hier gibt es jetzt, glaube ich, soweit ich weiß, keinen Woolly Winder. Also hier muss man weiter die Häkchen setzen. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil das wird, soweit ich informiert bin, ich komme mal wieder ein Stück runter, soweit ich informiert bin, im gleichen Werk produziert wie die Loewe-Räder. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob da nicht vielleicht von Loewe Woolly Winder drauf passen täte. Das weiß ich jetzt leider nicht. So. Na, ja, es ist immer, wenn man hier schon ein bisschen da schon Drall drinnen ist, muss man immer ein bisschen schauen. So. Ich ziehe mir das schon mal ein bisschen da raus. Ups. Und los geht's. Wie gesagt, ich hoffe, das ist jetzt hier alles schon richtig eingestellt. Ah, man kann hier unten die Bremse ein bisschen einstellen und ich sitze jetzt natürlich auch ein bisschen weit weg. So, na, läufst du in die richtige Richtung? Okay, das war zu viel. Drall. Das war zu viel. Wie gesagt, das muss man am Anfang immer ein bisschen noch rausfinden. Ups, das ist auch immer noch zu viel. Also ihr merkt es, wie stark es dann einzieht, dass man da immer noch mal ein bisschen nachjustieren muss. Na, komm, jetzt stell dich doch nicht so an hier. Wir machen das doch nicht das erste Mal. So. Ja, so geht's. Muss ich gerade hinten schauen? Ja, das passt auch. Ja, wobei es mir eigentlich fast immer noch, aber so geht's, ein Müh zu viel Einzug ist. Und na, hier ist jetzt so ein Pömpel, also das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Und deshalb mache ich die jetzt einfach raus. Ich muss sowieso saugen. So. Weil ich bin Typ, ich möchte keine komischen Knüppelchen in meinem Garn haben. Und ja, ich habe die mal geschenkt gekriegt
Ich glaube, wenn ich mir die jetzt selber kaufen würde, würde ich schon darauf achten. Hier haben wir auch wieder einen. Also wie gesagt, da sammle ich das halt jetzt natürlich raus, weil es mir halt einfach das nicht so gefällt, wenn da so Knüppelchen drin sind. So. Da ich es jetzt schon angefangen habe, ja, werde ich das auch so machen. Aber ihr seht, es ist vollkommen ruhig. Läuft es. Und man kann auch, wenn man es denn richtig dann kann, super dünn damit spinnen, finde ich. Wie gesagt, ich saß jetzt natürlich am Joy und an dem E-Spinner. Und da müssen wir uns erst wieder ein bisschen anfreunden. Ja, aber wie gesagt, läuft wie eine Eins, super ruhig, super leise. Und also meiner Meinung nach ein sehr gutes Anfängerspinnraten, wenn man halt, ja, sagt, man möchte noch nicht ganz ein Vermögen ausgeben, finde ich, ist es ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Da haben wir wieder Möpsis. Also beim nächsten Mal, wenn ich mir eben Rolex kaufe, muss ich darauf achten, weil das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache, dass ich dann das ganze Zeug raussammle. Ich weiß, ja, ich weiß. Ja, aber wie ihr seht, also man kann wirklich super dünn damit spinnen. Seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht. Seht ihr das von meinem Bein? Da seht ihr es, also schon sehr dünn. Das braucht auch, meine ich, kein Öl. Also ich glaube, man kann unten die Pedale auch mal ein bisschen fetten. Aber sonst ist das, glaube ich, relativ wartungsarm. Gut, also das war das Woolmakers Bliss. Wie gesagt, ich zeige euch da jetzt nicht das Verzwirnen dran, weil das funktioniert im Endeffekt genauso, dass man dann hier einfach ringsherum wandert und dass sich das Rad in die andere Richtung dreht. Ja, also super Rad, ich bin immer noch sehr zufrieden damit. Wobei, glaube ich, wenn ich mich entscheiden müsste, von wegen eins müsste rausfliegen, wäre das wahrscheinlich das Erste, aber vielleicht auch nicht. Man weiß es ja nicht, weil Spinnräder sind Herdentiere. Und ich dachte auch erst, ach ja, eins reicht ja. Wie ihr seht, jetzt habe ich ja vier. Wobei ich den E-Spinner ja immer nicht ganz so zähle. Na gut, dann war das das Woolmakers Bliss. Hier haben wir noch das Chomsky Sonata. Das hatte ich euch ja schon mal kurz vorgestellt, als es neu eingezogen ist. Das ist momentan, und nicht wundern hier, ich habe den ganzen Spinnkopf hier oben. Der sollte eigentlich hier nach vorne schauen, aber weil ich mit dem kurz unterwegs war. Ja, ich muss mich mal hier setzen. Schaut er jetzt quasi hier zur Seite. Denn da ist es momentan, also das kann eben, wie gesagt, auch Spinnräder, die sind ja manchmal so ein bisschen empfindlich und man muss sie gut pflegen. Und ich habe mich schon hier um die Knechte gekümmert nach der Anleitung von Flinkhand, wie man die ja schön sauber macht, wie man sie dann wieder ölt oder fettet und so weiter. Habe hier auch diese kleinen Ringchen. Seht ihr die? Hier sind so kleine Gummiringchen noch, die sind halt, ich meine, sind halt Verschleißteile. Die werden halt irgendwann porös. Die habe ich auch ausgetauscht, weil ich das ja schon erwähnt hatte. Klappern ist jetzt halt nicht so meins und momentan klappert es. Und zwar liegt es sehr wahrscheinlich daran. Jetzt schauen wir mal, ob ich euch das zeigen kann. Es knackt nämlich hier drinnen im Schwungrad. Und jetzt schauen wir mal. Da passiert nichts. Und wir haben schon eine Vermutung, woran das liegt. Jetzt natürlich vor für Effekt, dass ich es nicht finde. Und natürlich zerrt man nicht so an seinem Rad rum. Ja, da war es gerade wieder.
Und das ist, sobald ich unten auf den Pedalen stehe, also hier ein bisschen Gegengewicht gegen das Rad kommt, knackt es hier drin. Und sehr wahrscheinlich kommt das daher. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das sehen könnt. So, dass nämlich dieses Scharnier, was hier drin ist, mit nur zwei Schrauben festgemacht ist. Und dadurch hat das Scharnier hier drin natürlich immer so ein kleines bisschen Spiel und klackert halt einfach. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, weil es immer so ein bisschen Spiel hat. Und da habe ich, ja, ich weiß nicht, ob es war, weil ich während der Tour de Vlies sehr viel gesponnen habe. Übrigens, hier habe ich was drauf und hier habe ich nämlich 100 Gramm versponnen von diesem wunderschönen Jämtlandschaf. Also einmal so ein Püschel und hier, glaube ich, der halbe habe ich geschafft. Und ihr seht, wie schön ordentlich das da drauf ist. Das ist der Muliweiner. Und ich habe ja auch erst gedacht, ach, ich brauche das nicht. Man braucht das, es ist wunderschön. Und genau, da übrigens zum Thema Kundensupport. Ich habe ja, also beim Woolmakers Bliss ist mir ja unten, wie gesagt, dieses Plastikdings da kaputt gegangen. Wie gesagt, Verschleißteil, Mai passiert, habe ich die angeschrieben. Ich habe es zwar auch gebraucht gekauft, aber ja, Mai, ich habe die einfach angeschrieben und habe dann gesagt: Hallo, 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 hallo. Das ist kaputt gebrochen, habe auch ein Foto gemacht und ich habe ja nicht gesagt, wie gesagt, das Rad ist blöd, sondern ja, mei, es ist halt ein Verschleißteil, gell? Passiert halt. Und es ist halt so ein Ding, was man jetzt, glaube ich, nicht immer und ständig nochmal findet. Und habe ich die angeschrieben, die sitzen ja in Holland, wo genau weiß ich jetzt nicht, aber in Holland auf jeden Fall. Und ich hatte, glaube ich, innerhalb, also die haben mir relativ schnell per E-Mail geantwortet, haben gesagt: Gib uns deine Adresse. Dann habe ich gesagt, na gut, da. Und dann hatte ich, glaube ich, innerhalb von 2 oder 3 Tagen das Ersatzteil gehabt. Musste halt natürlich dann nochmal suchen, wie ich das richtig einbaue. Habe das aber halbwegs fachfrauisch, fachmännisch gemacht. Ja, Rad läuft wieder. Das war der Kundenservice von Woolmakers Bliss oder von Woolmakers. Ich habe den Kundensupport von Kromski in diesem Fall, weil das ist ja das Kromski Sonata, angeschrieben von wegen: Hallo, 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 es knackt im Schwungrad. Habe noch irgendwie versucht, das auf Englisch zu erklären. Ich meine, sonst, ich verstehe schon Englisch und kann es auch gut sprechen, aber man braucht es halt jetzt einfach nicht mehr so oft. Also ich verstehe es schon, wie gesagt, sehr gut eigentlich, aber dann wirklich so zu schreiben, verständlich, dann auch noch hier mit diesen technischen Sachen, das ist natürlich immer noch mal was anderes. So, habe ich Gromski angeschrieben, auch relativ freundlich, und habe ihm gesagt: Hier, wie gesagt, auch das ist ja mit Sicherheit ein Verschleißteil. Und was kann ich denn gegen dieses nervige Knacken tun oder Klackern? Weil ich denke mir ja auch immer, wenn da schon irgendwie was klackert und man tritt dann auch noch dagegen an, ist vielleicht jetzt nicht so die geilste Idee. Und habe den geschrieben und habe gewartet. Und habe eine Woche gewartet und habe dann nochmal geschrieben und habe wieder gewartet. Keine Antwort. Und dann habe ich in meiner Verzweiflung die liebe Frau Deutscher, glaube ich, heißt sie, Flinkhand. Hätte ich da schon müssen. Jedenfalls, sehr nette Frau. Oder wenn sie es denn, ja doch, sie hat mir geschrieben, doch. Habe ich sie angeschrieben, habe gesagt: Ja, Entschuldigung, ich habe ja das Rad nicht da gekauft, weil ich weiß ja dann, wenn einem dann geholfen wird, dass das ja nicht unbedingt denen ihre Aufgabe ist, nur weil sie die Räder verkaufen, für Hinz und Kunst dann zuständig zu sein, nur wenn der Support von Kromski nicht antwortet. So, habe ich ihr halt geschrieben, von wegen: Ja, aber sie haben doch da so tolle Videos gemacht und in dem einen Video haben sie doch erwähnt, dass man da auch eben das hier drin, das Scharnier im Schwungrad eben sauber machen kann. Aber haben das nicht gezeigt. Und dann hat sie aber gesagt: Nee, sie weiß das leider auch nicht. Und sie weiß aber, dass dass Gromski bis Tag X Betriebsurlaub hat.
wo ich mir gedacht habe, ach so, ja, das wäre ja dann auch für den Kunden mal nett zu wissen. Ich meine, wenn man mal ein, zwei Tage nicht da ist, okay, das verstehe ich ja noch, aber wenn man halt dann 2 oder 3 Wochen nicht da ist, sollte man vielleicht dann doch mal, wenn man irgendwie was verkauft und dann jemand eine Frage stellt, einen Abwesenheitsassistenten einrichten oder vielleicht auf die Webseite schreiben, hallo, wir sind erst dann wieder da, weil die zweite Mail, die ich geschrieben habe, sie war immer noch freundlich, aber nicht mehr so freundlich. Und ja, wenn ich gewusst hätte, dass die in Urlaub sind oder Betriebsferien haben, gut, dann hätte ich das halt im Abwesenheitsassistenten gesehen, hätte mir gedacht, okay, dann antworten sie halt dann, wenn sie alles abgearbeitet haben und fertig, ne? So bleibt halt dann doch ein komisches Geschmäckle zurück. Und ja, vielen Dank an Flinkhand, die mir zwar an sich nicht weiterhelfen konnte mit dem Rat, aber zumindest so weit weiterhelfen konnte, dass sie mir gesagt hat, dass Kromski gerade momentan nicht da ist. Also weitergeholfen, obwohl eigentlich zumindest das Problem nicht gelöst, aber zumindest, dass ich weiß, ja, es antwortet mir da halt momentan vielleicht auch niemand. Ob sie mir überhaupt antworten, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, irgendwie ein Lebenszeichen, dass man weiß, okay, die E-Mail ist so zumindest mal angekommen, das wäre schon sehr schön gewesen. Aber nun gut. Jetzt warte ich halt noch weiter, weil bisher habe ich noch keine Antwort bekommen. Ich habe es zwar noch mal anschauen lassen und wir sind der Meinung, man kann da vielleicht einfach noch mal 2 Schrauben reinschrauben, aber bevor ich hier irgendwie was reinschrauben lasse oder das selber mache, würde ich ja doch gerne wissen, was der Support sagt. Weil man kann ja nicht einfach in Spinnräder reinbohren. Also kann man schon, aber weiß ich jetzt nicht, ne? Ja, und es ist eigentlich schade, weil ich meine, ich hatte es ja euch erst vorgestellt und es ist auch überhaupt nicht irgendwie die Schuld von der, die es mir verkauft hatte, weil es lief ja auch vollkommen ruhig. Und mei, Verschleißteil halt einfach, gell? Ja, aber ich werde berichten, ob mir Kromski jemals antwortet. Sonst, wie gesagt, an sich super Rat, als es gelaufen ist und natürlich hier Luxus-Muliweinder. Da ist, seht ihr jetzt vielleicht so ein bisschen lila Zeug noch dran, weil wir das da halt getestet haben. Das mache ich dann noch runter, weil das soll jetzt natürlich nicht in meiner hellen Wanne drin hängen. Ja, aber ich finde es halt leider echt schade, weil ich hätte wirklich gerne das auch weitergesponnen, diese Jämtlandwolle und euch auch gerne fertig präsentiert. Aber so geht das natürlich nicht, weil dieses Klackern ist es wirklich einfach nervig. So. So viel zum Kromski Sonata. Als letztes stelle ich euch jetzt hier noch ganz kurz, weil ich habe ihn euch, glaube ich, auch schon mal vorgestellt, meinen Ashford E-Spinner 3 vor und jetzt ganz neu die Errungenschaft mit Woolly Winder. Und nein, ich werde nicht von Woolly Winder bezahlt. Ich habe mir das wirklich ja, gegönnt und ich habe auch ja, viel Wolle verkauft und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir das davon gegönnt. Und es ist wirklich. Ihr seht, wie ordentlich das da drauf gebaut ist. Ja, also es ist wirklich echt eine tolle Erfindung. So, und ich hoffe, dass ich euch das jetzt vorstellen kann, so dass ihr es auch seht, so vielleicht. Der E-Spinner kommt, ich glaube, die Tasche habe ich euch schon mal gezeigt, in so einer hoch wunderschönen auch Reisetasche hier, wo man ihn gut reinbauen kann. Ich habe da halt immer noch hier das ganze Krempel drin. Das Zeug, hier kann man dann die Lazy Kate reintun und auf die andere Seite eben den E-Spinner. Lazy Kate kennt ihr ja jetzt schon. Die sitzt hier noch im Hintergrund und jetzt, na, oder wartet mal, wir setzen sie hier runter, damit sie uns hier nicht im Weg umgeht. Ich arbeite, also was heißt Arbeit? Das ist ja Spaß. Macht das hier auch mit dem Fußpedal. Jetzt denkt ihr natürlich, hä, wofür braucht man jetzt da ein Fußpedal? Das ist die Bremse. Ich zeige euch das mal. Also hier schaltet man ihn ein. Hups. Und hier vorne, jetzt blinkert es wunderbar. Das bedeutet, er ist an. Und mit dem Fußpedal muss ich nämlich jetzt nicht hier vorne drauf drücken,
Wie gesagt, ich hoffe, das geht jetzt so, dass ich euch das zeigen kann. So. Und drücke jetzt eben hier. Und es dreht sich. Und sie spinnt. Ja, und normal sitze ich dabei halt mit Füßen hochgelegt auf dem Sofa und spinne lustig, fröhlich vor mich hin. Von dem Kammzug hier habe ich insgesamt knapp 200 Gramm, glaube ich, müssten das sein. Das habe ich mir aufgeteilt und werde es auch wieder zweifach verzwirnen, um eben ein gutes Ergebnis, oder was heißt ein gutes, ein mal dünneres Ergebnis zu erreichen. Ja, und gerade fürs Verzwirnen ist halt dieser Wuli-Wein dann natürlich der Oberluxus und auch gerade beim E-Spinner, weil man eben nicht die ganze Zeit dieses Häkchen weitersetzen muss. Und man muss beim E-Spinner das ein bisschen rausfinden mit dem Drall und so weiter. Also wir haben etwas gebraucht, also wir sind immer noch so ein bisschen in der Findungsphase. Deshalb war jetzt eigentlich auch die Tour de Vlies ganz gut gewesen, weil ich da auch wirklich sehr viel am E-Spinner gesponnen habe, wie man das mit dem Drall macht, mit dem Einzug, weil es ist ein bisschen anders als bei anderen Spinnrädern. Man muss das immer so ein bisschen rausfinden. Und ich finde auch, er ist verhältnismäßig leise für einen E-Spinner. Man muss auch immer dazu wissen, übrigens beim Wuli Winder, der ist auch immer ein bisschen, also lauter als jetzt normale Spulen, die eben für das Spinnrad gedacht sind. Also da, ich glaube, das ist wahrscheinlich der einzigste Grund, warum man es zurückschickt, weil man vielleicht jetzt das leiser erwartet hätte. Aber das ist immer ein Müh lauter als jetzt eine normale Spule. Also das ist, glaube ich, das Einzigste. Aber ich finde da jetzt, zumindest beim E-Spinner, finde ich da jetzt keinen Unterschied. Beim Kromski, da merke ich, dass es manchmal einfach so ein bisschen klappert. Aber vertretbares Klappern. Genau. Ja, und das ist wie gesagt der E-Spinner. Das ist noch das, was ich von den ersten 100 Gramm habe. Und dann stehen noch die zweiten an. Und jetzt habe ich natürlich hier Fusseln in der Nase. Und ja, und wie gesagt, ich muss hier manchmal immer noch so ein bisschen aufpassen, gerade wenn ich neu ansetze mit dem Drall. Da kriege ich es noch nicht ganz so dünn hin, weil ihr seht es hier, glaube ich, oder seht ihr das? Vor der weißen Wand, das Grüne. Und jetzt tut mir natürlich mein Arm weh, weil das natürlich jetzt nicht so die sonderlich beste Position dafür ist. Aber ich wollte ihn auch noch kurz vorstellen. Ja, da habe ich jetzt auch häufig gesehen, während der Tour de Vlies diesen kleinen E-Spinner, das ist glaube ich das Earwheel Nano. Und irgendwie würde es mich ja schon mal interessieren. Weil ich glaube, manche sind sehr begeistert und wieder andere sagen, ja. Aber ich glaube, da passt auch nicht so viel auf die Spulen drauf. Gell? Man maximal 20 bis 25 Gramm. Da passt hier natürlich deutlich mehr drauf. Also da habe ich jetzt ja schon. Ich glaube, über 200 Gramm verzwirnt und es hätte immer noch was drauf gepasst. Also da geht schon ordentlich was drauf auf diese Spulen. Genau. Ja, also, das ist der E-Spinner. Hier stelle ich euch nun den Schritt vor, wenn man hier oder wenn ich fertig verzwirnt habe, wie es dann weitergeht. Hier ist wieder unser Litzipopitzi. Und hier ist vom Ashford Joy 2. Und jetzt wickeln wir das Ganze ab. Und hier habe ich auch wieder meine Lazy Kate vom E-Spinner. So, muss mir hier die Bremse nur wegbauen. Und hier haben wir, Entschuldigung, es raschelt, verschiedene Gerätschaften noch. Hier müssen wir das erst noch mal festschrauben. Und ja, ich war vielleicht jetzt ein bisschen faul und habe die anderen Gerätschaften nicht abgebaut. Man verzeihe es mir, aber
Die können halt auch mit dazu. Und ja, ich sitze jetzt wieder hier unten am Boden. Und ihr seht schon, da ist hier zum Beispiel ein Pfeil, damit ich weiß, in welche Richtung ich drehen muss. Und dann habe ich hier nämlich ein ganz tolles Gerät. Und der kam jetzt aus dem Nichts geschossen. Da ist er. Das ist nämlich eigentlich aus dem Angelbedarf ein Tiefenmesser. Und das ist eine sehr coole Anschaffung, die ich gemacht habe. Und zwar hat mir die, wie heißt sie denn? Corinna, glaube ich. Mummelschick hat mir diesen Tipp gegeben. Den Tiefenmesser und hat mir diesen hier empfohlen. Und dann habe ich ihn mir natürlich gleich geschnappt und habe mir natürlich jetzt hier auch hingeschrieben. Weil man muss nämlich ein bisschen aufpassen, dass man nicht in die falsche Richtung dreht, sonst zählt er nämlich rückwärts und das ist blöd. Schon für euch getestet. So, und auch bis ich mal hier verstanden habe, dass man dieses Ding einfach so ein bisschen nach hinten zieht, drückt und es dann aufmachen kann. Das hat ein bisschen gedauert, aber wir können es jetzt hier nämlich befestigen. Jetzt muss ich nur schauen. Knopf links, dass ich das richtig anbaue jetzt hier. So fest ist es. Dann brauche ich noch, bevor wir hier weitermachen, nämlich noch eine Schere und ein Restgarn einfach. Und da schneide ich mir jetzt schon mal so kleine Fädchen zurecht. Ich mache immer 4 Stück, man kann auch weniger machen. So, und für die braucht man es, fürs Blaue braucht man es jetzt vielleicht nicht ganz so lang. Und wir wickeln natürlich das Blaue ab, denn das Gelbe würde ein bisschen lange dauern. So, also dann ist alles vorbereitet. Fast. Dann fädeln wir nämlich hier, seht ihr das, diesen blauen Faden, fädeln wir durch unser Gerät, schauen nochmal, dass es auch wirklich auf 0 steht. Fädeln es da durch, fädeln es hier durch, ziehen es vorsichtig schon mal, schauen, ob, und oh nein, ich drehe den Rücken zum Publikum, Entschuldigung. Gleich schaue ich euch wieder an. Und ich versuche mir das immer hier so fest zu binden, dass ich es nachher wieder aufkriege, dass ich das nämlich nicht aufschneiden muss und Faden, den ich so wunderschön im Schweiße meines Angesichts gesponnen habe, verschwenden muss. So, deshalb bin ich hier auch immer noch ein bisschen vorsichtig. Pfeil sagt, wir sollen so rumdrehen. Dann machen wir das doch. Ja, und die erste Runde drehe ich immer ein bisschen langsamer, um zu schauen, ob alles passt. Oh, und dann wird losgelegt. Und natürlich schaut man auch hier ein bisschen, dass das da alles gut durchläuft. Und jetzt konnte mir eigentlich doch einfach hier daneben setzen, gell? Schau ich mal, ob das. Huch, nämlich hier mit dem Kabel und der Kamera funktioniert. Und ich mir das Ding nicht ins Gesicht haue, was natürlich eine Freude für euch wäre, na, muss ich mich eben so hier daneben knien. Ja, und vielleicht ja, das noch mal ein bisschen nachjustieren. Ich hatte nämlich jetzt erst die Bremse rausgemacht hier hinten, aber das ist vielleicht jetzt nicht so ganz die coole Idee. Weil da ist es nämlich doch ein bisschen locker. So, schauen, dass es hier auch gescheit drin ist. Wieder so hinsetzen. Entschuldigung, es hat voll gedonnert. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Ich hoffe, der Blitz hat nicht. Oh Gott. Entschuldigung. Es kam so überraschend. Ich habe ja nicht nach draußen geschaut. Oh Gott.
Und ja, das lasse ich euch drin. Oh Gott. Gut. Also es kam so überraschend. Ich meine, normal, wenn ich irgendwo drin bin, habe ich ja nicht so die Angst vor Gewittern, aber nun gut. Oh, es kam so überraschend und es war so laut. So, ja, jetzt läuft das hier doch besser. Ich schau mal, ja, es läuft gut. Ja, ich drehe hier jetzt noch ein bisschen weiter und hoffe, dass es nicht nochmal blitzt und donnert hier. Also es scheint direkt hier über dem Haus zu sein. Oh. Oh. Aber es ist eigentlich, jetzt wie gesagt, könnt ihr lachen. Könnt ihr mal schön lachen. Ich kurbel hier einfach weiter. Für Elektrizität oder was auch immer. Ja. Gut. Also ich kurbel, wir sehen uns gleich wieder. Fertig gekurbelt. Ich freue mich natürlich immer ganz besonders, wenn das einigermaßen hinkommt, dass ich hier mit dem Ende da oben rauskomme. Und ja, es donnert immer noch. Jetzt müssen wir hier mal schauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es reicht, wenn wir jetzt hier den Faden aufziehen. Also wie gesagt, ich verschwende halt natürlich, wenn ich dann schon mal hier was schön gesponnen habe, verschwende ich das natürlich ungern. Na. Es wird wahrscheinlich gerade nicht reichen. Schauen wir mal. Genau, und dann kann man es hier nämlich einfach abschneiden. Ja, das wird schon passen. Ja, wobei es ist genau eigentlich gerade das Stückchen zu kurz. Naja, das macht jetzt nichts. Denn dann binde ich mir nämlich einfach, wenn ich es denn nicht schon verloren habe, nein, da ist es noch, das Ende hier mit in den Faden ein. Also derweil ist es hier wirklich genau oben drüber. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber es hat geblitzt und gleich, also ja, hier kann ich schon keine Knoten mehr machen. Oh, weil ich so zittere. Ist hier unter erschwerten Bedingungen, ja? Also, nur für euch mache ich das hier. So. Wie gesagt, ich bin schon viel zu nervös, dass ich hier auch noch Knoten mache. So. Den Faden hier, auch wenn er jetzt so ein bisschen länger ist, binde ich mir sicherheitshalber auch fest. Einmal, also dass ich einfach das Ende mit dem Faden verknote, damit ich ihn einfach später wiederfinde. So. Und tief Luft holen, wie gesagt. So, fest ist er. Dann mache ich noch hier einen Faden. Na, und vielleicht habe ich es auch einfach ein bisschen zu kurz abgeschnitten. Das kann natürlich auch sein. Ja, jetzt ist es, glaube ich, schon ein Stückchen weitergezogen. Mein Neffe. So. Gut, wir schauen auf den Tiefenmesser und da sehe ich genau 200 Meter. So. Und das muss ich mir dann noch irgendwo aufschreiben, was ich gleich mache. Und ja, dann pflückt man hier einfach den fertigen Strang runter. Und zeigt ihn euch. Und die Kamera und ja, doch, er glitzert. Genau, und ja, wenn man das kann, dass man ihn dann hier so dreht, ich kann das immer nicht, ich mache das immer an der Türklinke.
An den Türklinke kann ich's. Dann wird der natürlich noch gewaschen. Oh, der glitzert. Schaut euch das doch mal an, bitte schön. Wie cool ist das denn? Und es ist doch, wenn das jetzt ungefähr 50 Gramm sind und 200 Meter, ist das ein Fingerring-Garn. Also ich bin wirklich fasziniert. Schaut euch das doch mal an, bitte. Verschwinde, ich glitzere dich an, du Gewitter. So, nämlich. Ja, das zweite wickele ich dann auch noch für euch ab und das seht ihr dann im Podcast, wenn ich nämlich die ganzen anderen Garne vorstelle. Wie gesagt, es ist wirklich unter erschwerten Bedingungen, unter Einsatz meines Lebens, drehe ich hier einen Podcast für euch, um euch das alles zu zeigen. Ich hoffe, das wird geführt. Und ja, wie gesagt, ich lasse das drin. Ihr sollt auch was zu lachen haben, wenn ich hier Angst habe und angegriffen werde. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der ja vielleicht auch etwas längere Einblick in meine Spinnwelt und die Vorstellung meiner Spinngeräte, der verschiedenen und unterschiedlichen. Und mir macht es halt einfach Spaß, weil natürlich vielleicht die Frage kommt, ja, warum denn eine Handspindel? Weil es halt einfach Spaß macht. Und jetzt sieht man die hier schon wieder. Drängelt euch doch nicht immer so in den Vordergrund oder im Hintergrund in den Vordergrund. Was ist denn hier los? So, also, Sie wollen sich unbedingt präsentieren, dann zeige ich sie euch jetzt mal. Ich setze mir nämlich hier schon mal auf den Schoß die Kleinen. Die zwei zeige ich euch dann am Schluss, was denn alles daraus geworden ist, was ich denn während der Tour de Vlies gesponnen habe. Genau, eins, was ich gesponnen habe, das habe ich ja in dem Video schon gesagt, das kann ich euch leider noch nicht fertig zeigen, weil Kundensupport verletzt. Aber den Rest kann ich euch zeigen. Ich kann euch nämlich zeigen, ich weiß nur leider gar nicht mehr, mit was ich angefangen habe. Es waren aber, glaube ich, auf dem Ashford Joy war es, oder waren es besser gesagt, von Regenbogenwolle wunderschöne Rolex gewesen. Forge Fires, das ist Merino, also 87,5% Wolle, Merino. Und 12,5 Maulbeerseide. Und da ist dieses wunderschöne Stück draus geworden. Und ja, natürlich auch hier Anfängerfehler. Ich hätte euch die Rolex fotografieren können, aber ich war so gespannt loszulegen, da konnte ich keine Fotos mehr machen. Ich hätte ja am liebsten eine Woche vorher schon losgelegt. Ja, so war das. Jedenfalls, das waren die wunderschönen Rolex. Ne, die glitzern nicht. Und das sind jetzt 104 Gramm und 340 Meter zweifach verzwirnt. Dürft ihr euch mal hier dazusetzen. Dann, das war die Handspindel. Genau, das waren auch wunderschöne Rolex gewesen. Und das ist auch zweifach verzwirnt, also das ist von Spindles and Stitches, Merino, Shetland, Baby Kamel, Baby Alpaka, Tussa Seide, Tencel und Milchprotein in Verhältnis. Ich lese euch das jetzt nicht immer alles vor. Das sind 49 Gramm und 228 Meter, also auch habe ich schön dünn geschafft. Und meistens bei den Handspindeln wird es immer ein schönes, fluffiges Garn. So, was haben wir denn da noch? Hier kommt jetzt ein richtiger Riese, ein richtiges Schwergewicht. Und zwar habe ich das nämlich am E-Spinner gesponnen und auch zweifach verzwirrend. Oder besser gesagt, verzwirnen lassen, denn da hatte ich schon meinen Woolliminder. Und der hat das dann ja halbwegs selber gemacht. Genau, und das war ein wunderschöner ja, Kammzugstrang von der Steffi, von Steffis Wolle aus Österreich. Und Steffis Merino Mix ist es. Und da ist Merino Superwash, Alpaka und Viskose drinnen. Und das waren 200 Gramm oder 204 Gramm und 642 Meter. Also das ist ein Sport, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und der ist, glaube ich, müh überdrallt an manchen Stellen und
Ja. Und es hat ewig gedauert. Also ich glaube, das hat echt den ganzen Nachmittag gedauert. Aber er ist trotzdem wunderschön. Und ich glaube sogar, dass die Sissy von Sissy Will Wollen nämlich mir dann geschrieben hat, dass sie nämlich lustigerweise den gleichen Kammzug gekauft. Also, oder auch, wie ist es immer der gleiche, aber nicht derselbe? Genau. Jedenfalls auch diese Färbung wohl gekauft hat. Finde ich super. Finde ich super lustig. So, das habe ich, also ich war nicht untätig, ne? Es war auch noch nicht alles. Ich habe nämlich hier noch, und das habe ich dann gesponnen, Bliss. Und zwar ist das von Southern Cross Fiber. Das ist BFL und Tusa Seide. Habe ich auch zweifach verzwirnt. Das war ein Kammzug gewesen. Genau, das waren keine Rolex. Und das sind jetzt 118 Gramm und 355 Meter. Also auch wunderschön. Ja, dann habe ich noch, war das auch wieder Handspindel? Ah, hier habe ich es gar nicht dazu geschrieben, mit was ich das versponnen habe. Nein, das war nämlich so ein kleines Probebett gewesen, also so ein rundes Fluffy-Ding. Das hat mir nämlich auch die liebe Sissy mal geschenkt. Und das habe ich, meine ich, am Joy gesponnen, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, ich habe mir halt hier immer die Banderolen, wenn die so schön war, dass man es halt gleich sieht. Also das ist jetzt von Spin Jones. Ist auch so wunderschön fluffelig. Nee, genau, das habe ich. Ich muss noch immer ein bisschen überlegen, aber das habe ich nicht an der Handspindel gesponnen. Ja. Und ich mache das meistens dann eben so, dass ich hier diese Fädchen mir eben ein bisschen länger lasse, dass ich dann eben das Schildchen noch dran knoten kann. Und das sind jetzt 30 Gramm und 132 Meter. Und was war das? Pili Pala Aglow? Klar? Keine Ahnung. 21 Mikron Merino Tusa Seide und Neul. Ach genau, und Neul sind wieder diese Möpsis, die ich ja aus dem anderen jetzt aussortiert habe. Hier waren die aber nicht ganz so gebündelt drin. Also da waren mal so vereinzelt welche. Das ging noch. Ja. Und dann hier noch die zwei, die sind jetzt noch nicht gewaschen. Ich kann euch nur sagen, wie lang es eben oder welche Lauflänge die haben. Das hier Glitzipopizzi kennt ihr ja schon. Also wie gesagt, das dürfte was um die 50 Gramm sein. Das waren. Ne, das ist der große. Das waren jedenfalls Rolex von Back to the Wheel gewesen. Das war die Glitzy-Überraschungstüte, war das nämlich gewesen. Genau. Und das habe ich nämlich an den Handspindeln gesponnen. Und einfach wunderschön. Und es glitzert so unglaublich heftig. Also ich finde es einfach nur cool. Ja, und die müssen noch gewaschen werden. Er und der nächste. Und hier ist der gelbe, den wir ja zusammen am Joy gesponnen haben. Oder ihr durftet ein Stückchen mit dabei sein, zumindest. Ich habe die Arbeit gemacht. Hallo, sind wir doch mal ehrlich. Ihr habt nur zugeschaut einfach. Und euch lustig gemacht, weil ich mich erschreckt habe. Aber das macht nichts. genau, und das sind. Also es müssten um die 100 Gramm sein und 588 Meter, meine Damen und Herren. Und das ist schon echt richtig cool. Und hier habe ich nämlich die Tüte noch. Und die Farbe ist Goldblatt. Und das ist Polarfuchs, Tussa, Merino und Corydale. Also ein wunderschönes Gelb. Und ja, Fasern überall. Und der muss, wie gesagt, auch noch gewaschen werden. Also da bin ich schon echt wirklich sehr zufrieden. Also ich sortiere das hier mal wieder schön ein. Für euch, dass man es nochmal im Ganzen sieht. Ja, und wie gesagt, das ist ja, es fehlt ja dann noch was. So sieht man das hier alles. Also eine ganze Schüssel voll Wolle habe ich gemacht. Und eigentlich wäre es ja noch mehr gewesen, aber wie gesagt.
Ein bisschen Schwund ist immer. Bei der Tour de France sind auch nicht alle ins Ziel gekommen. Tja, so ist es. Genau. Ach ja. Ah. Wie gesagt, es fusselt immer alles noch so ein bisschen. Ja, dann stellen wir das mal hier so, dann seht ihr das auch noch. Ja, also, oh, Jesus, Entschuldigung. Jetzt werde ich auch, sage ich mal, schnell zum Ende kommen, weil vielleicht habe ich auch ein bisschen Hunger. Hallo, das war ganz schön anstrengend, das hier alles an einem Tag zu schaffen. Nein, das habe ich natürlich über die Wochen dann gemacht. Ja, ich muss auch sagen, Tour de France habe ich ja vorher jetzt nicht so geschaut. Das waren dann eher die Mädels von meinem oder von dem Spinntreff, wo ich bin, schuld, die nämlich gesagt haben, ja, manche machen das auch, dass sie sich dann hinsetzen und gleichzeitig das Rad schauen, wenn die da so fahren. Wo ich mir nur gedacht habe, ja, das habe ich ja noch nie geschaut. Und dann habe ich es angeschaut und dann war es passiert. Dann war es passiert. Das war nämlich echt super. Und dadurch, dass ich im Juni noch mehr Zeit hatte, also jetzt muss ich wieder ein bisschen, oder was heißt muss, ich darf wieder ein bisschen mehr arbeiten, aber konnte natürlich dann keine Tour de France mehr schauen. Und es war wirklich, fand ich super entspannend, nebenbei hier am Radl zu sitzen. Und ja, dann haben sie immer irgendwie was erzählt und hüdüdü. Gut, dann sind sie hier mal wieder gefallen. Dann sind sie alle gefallen, weil sich irgend so eine Fritte mit einem Schild mitten auf die Strecke gestellt hat, weil, man braucht ja unbedingt ein Selfie. Macht nichts, wenn 30 bis 40 Leute fallen. Macht gar nichts. Das ist Foto was wert, ne? Gut. Sie hat dann auch sich, glaube ich, 2 Tage lang versteckt, wo ich mir gedacht habe, ja nun, du hast dein Gesicht in die Kamera gehalten und jetzt meinst du nur, weil sie deinen Namen noch nicht haben, dass sie dich nicht finden? Die finden Terroristen nur anhand von irgendeinem Foto. Also, und du hast dein Gesicht freiwillig da reingehalten. Also, versteck dich gut, aber sie werden dich finden. Sie haben sie auch gefunden. Ich glaube, sie hat sich zwar selber gestellt, diese Dame, aber sie hatten ihren Namen schon. Also, verstecken bringt nichts. Ja, und wie gesagt, deshalb sind auch nicht alle ins Ziel gekommen. Ja, und ich glaube dann am gleichen Tag, das war glaube ich alles am ersten Tag, sind sie nochmal gefallen. Ja, es wurde was geboten. Es war nicht einfach nur Radfahren, sie fielen auch so ein bisschen. Aber irgendwie, also ich habe mir dann auch gedacht, so wurde Blut überströmt, aber Hauptsache wieder drauf aufs Rad. Also so ein bisschen Respekt hatte ich dann schon. Naja. So ist es. Gut, jetzt werde ich mal schnell zum Ende kommen, weil die Videos dauern, glaube ich, eh schon lang genug. Also wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, herzlichen Glückwunsch, ihr seid die Super-Mega-Fans. Nein, alles gut. Ihr könnt es ja auch ja, einfach etappenweise anschauen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit Sicherheit, das nächste Video wird nicht so lang. Und ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, Servus.